Hallihallo, wie geht's denn so? Und sowieso, ich bin euer Ilmo mit Medieval Dynasty. Ja. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen so Einstellungssachen. Offscreen. Und ja, ein bisschen was habe ich gemacht. Nicht viel, aber schon einiges. Ich habe das Lager ein bisschen ausgeräumt. Mein Werkzeug sortiert. Meine Sachen. Mal die ganzen Pfeile und Waffen, die ich nicht mehr brauche. Die habe ich auch. Ja, alles, was ich nicht brauche, habe ich ins Lager gepackt. Wir haben ja unsere beiden Verkaufsstände. Da habe ich mich auch mal reingefuchst. Das, zeige ich euch, weil ich werde einen dritten bauen. Und ja, dann habe ich noch einen Weg zur anderen Scheune angelegt. Wir haben ja die Fackeln das letzte Mal aufgestellt. Die sind vor wenigen Sekunden angegangen. Und deswegen ja, ist Feierabend. Die Leute kommen von der Arbeit zurück. Sitzen hier, deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt auch mal dazu und ja, starte wieder die Aufnahme. Okay, wir stehen mal auf. Oder nein, bleib ich jetzt kurz. Du kommst jetzt hier nur mal hin. So, ja, wir gehen mal kurz ins Menü rein, in die Verwaltung. Hier haben wir noch einen, für den werden wir den Verkaufsstand noch bauen. Und dann ist das in der Küche. Habe ich hier ein bisschen so eingestellt. Da habe ich jetzt nicht ausgerechnet, wie wo was, ob das reicht. Ich habe einfach Pi mal Daumen. Weil die Kohlsuppe, die rote Beete-Suppe ist ja ausgelaufen. Wir haben ja keine rote Beete mehr. Und deswegen habe ich hier Fleischbraten, Kohlsuppe, Eintopf. Bisschen was extra gemacht. Mehr Kornbrot auch. Ist zwar blöd wegen Tiernahrungssache, aber das wird jetzt immer mehr, von dem her ist das auch nicht schlimm. Jo, das wäre auch nur eins am Tag. Genau. Hier sieht man nochmal den Verbrauch. Ja, nicht mal ein Haferkorn am Tag. Weizenkorn, da können wir auch doch nochmal höher gehen. Fleisch, jo, so. Dann Näherei. Da ist noch ein bisschen Leerlauf, aber ich habe hier auch mal einfach ein bisschen eingestellt, weil wir die Artikel ja haben im Lager. Und da kann sie hier mal ein bisschen was machen. Das könnte man vielleicht auch ein bisschen erhöhen. Was ist mit unserem Lederverbrauch? 15,8. Dann können wir schauen, wie viel Leder wir machen am Tag. 17, ne? Das ist halt einfach zu wenig. Wahrscheinlich brauchen wir eine zweite Jagdhütte. Ja. Oder wir gehen mal selber wieder auf die Jagd. Jo, Schmiede. Die läuft eigentlich ganz rund. Produziert Werkzeug. Ohne Ende. Zinnbahn haben wir auch noch. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Werkstatt. Da ist es so. Wir produzieren Unmengen an Eimern. Das habe ich jetzt mal runtergeschraubt. Dafür ein paar Holzteller mehr. Jo. Genau, so, und dann haben wir die Marktstände. Da schauen wir mal kurz drauf. Kostet Unmengen an Steuern, ja, aber wir werden natürlich da gut Einnahmen machen. Und zwar, ich habe hier mal, das ist alles im Lager von uns, von den ganzen Sachen, so werkzeugmäßig. 200 Eimer, ja. Wir haben auch ganz viel Müll und sowas. Ja,
Das sieht man, das sind alles die Waren, die möglich wären. Und man kann hier leider nicht per Mausklick das anklicken. Man muss wirklich unten auf C drücken und die Ware auswählen. Und dann kann man hier eben die Art des Verkaufsstands anwählen und dann dementsprechend, welche Ware er verkaufen soll. Ich habe hier Werkzeug. Ja. Und genau, das sollte er erstmal alles verkaufen. Ich habe da immer auf Maximum da, das ist jetzt schon weg. Da wird wahrscheinlich dann bald die Meldung kommen, habe ich nicht mehr. Ja, damit das alles leer wird. Alles, was ich nicht brauche, sollen die alles komplett an einem Tag weg verkaufen, dass das weg ist. So, Marktstand für Kleidung. Ich glaube, das muss ich nur ändern. Sie soll erstmal die Kleidung hier verkaufen, was wir hatten. Pelzschuhe und Gürteltasche. Und dann werde ich das ändern wieder. So, genau. Und dann machen wir jetzt mal nochmal einen Marktstand. Und ja. Mal sehen, was wir da dann einstellen. Zack, wir holen uns einen Hammer. Ich habe nämlich alles raus. Ich bin hier fast leer, außer das Säckchen und den Trinkschlauch. Ach, den Hammer mal einstecken. So. Das verstehe ich nicht. Die sitzt hier immer in der Luft. Immer die zwei. Ich glaube, ich brauche neue Bänke. So, hier ein, zwei Stände und dann können wir hier einen dritten Stand bauen. Zack, zack. Würde dann später vielleicht sogar ein dritter Stand? Da, jetzt passt er hier hin. Da, er ist jetzt auch in der Luft. So. Und dann mache ich hier nochmal einen hin. Zack, zack. So. Dann. Kleinstadt erreicht. Wir haben die Entwicklungsstufe Kleinstadt. Wegen 50 Gebäuden oder was? Jo. Das ist doch schön. Wir brauchen wieder Holzstamm, Bretter und Leingarn. Eine Leingewebe, ne? Ich mag die an sich nicht. So. Zack. Bretter. So. 20 Bretter. Holzstämme. Zack. Nehmen wir auch mal 20 mit. Und dann Leingewebe. Bumm. Reicht nicht ganz. Aber einer wird fertig. So. Bumm. So, da brauchen wir nochmal 4. So. Genau. Und dann gehen wir mal auf Einstellung, Verwaltung. Dann erhält er jetzt einen Job. Nämlich, nein, nicht den Eselstall, sondern den Marktstand. Arbeiter zuweisen. So. Und dann hat er seinen Job. Der Marktstand, der muss noch fertig gebaut werden. Dann können wir hier die Ware einstellen. Na, das ist jetzt so leer. Und ja, ich kann hier nichts klicken. So, geht gar nicht, ne? A, D. So, man sieht ja die Übersicht nur. Und, oh, jetzt Steuer, jetzt 52. Moment. Oha. Wir haben jetzt die neue Entwicklungsstufe erreicht. Und zack, kostet alles mehr Steuern. Oh, da habe ich ja noch nie drauf geachtet. Jojo, dat. Alles klar. Das wird ordentlich knallen.
Verwaltung nochmal. So. Marktstand. So. Er ist nicht eingestellt. Wir können hier auch nichts machen. Da müssen wir wirklich auf C drücken oder hier unten klicken. So. Werkzeug haben wir, Kleidungsstücke. Material, Nahrung, Kräuter. Hier Material, das wäre dann das ganze Zeug hier. So. Bisschen runter. Und hier finde ich gut, dass unsere Waren, die wir haben, dass es oben angezeigt wird. So, dann schauen wir mal runter, was wir verkaufen könnten. Und zwar, wir haben 143 Salz schon gesammelt. Jo. Hier, Holzschalen. Da können wir mal einstellen, dass ihr da ordentlich was verkauft. Verkauf, laufender Tag. Ist das die Stückzahl? Ich weiß es nicht. Dann sagen wir, es soll mal... Wir gucken erstmal, wie viel wir herstellen. So, Holzschalen, 28 Stück am Tag. Und die Küche braucht 12. Ja, also könnten wir 26 Stück verkaufen am Tag. Nee, Quatsch. Was sag ich denn? Da, jetzt haben wir die Ware eingestellt. Jetzt, wenn wir oben klicken, jetzt sehen wir es. Na? So, Holzschalen. So, machen wir 18 am Tag. So, jetzt eine Piole. Da, die können wir weghauen. So, und da unten haben wir dann nichts mehr. Die Piolen. Da gehen wir mal hoch. Soll er mal 200 verkaufen und dann ändern wir das. Weinflasche. So. Das machen wir auch weg. Dann ist das auch beseitigt. Schauen wir mal, Tonbewurf. So, da haben wir dann nichts mehr. Dünger. Dünger und Dung. Da können wir auch sagen, verkauf mal 20 Dünger am Tag. Haben wir mehr als genug. So, Brett. Federn, Leder. Brett. Achso, ja, verkaufen wir ein bisschen nur. Holzstimme kann auch ein paar verkaufen. So. Eigentlich kann er da mehr verkaufen. So, 45 am Tag. Fertig. Kupfererz, nein, das brauchen wir. Kupferbahn behalten wir auch. Wobei. Nö. Lassen wir so. Jo. Und alles hier runter haben wir noch nicht. Genau. Oh, hier könnten wir auch schon mal schauen. Okay, Kräuter. Wenn wir das so machen. Aber wir können schon voreinstellen, bevor es fertig gebaut ist. Das ist ja ganz gut. Dann könnten wir nochmal
einen fünften bauen, denn dann egal wo wir sind, müssen wir nicht immer ins Materiallager rennen, um zu sehen, was vorhanden ist, sondern wir gehen hier in die Verwaltung, schauen hier nach, was haben wir denn im Lager. Und dann sehen wir immer, was wir haben. Das ist ja schick. Okay. Jo, gehen wir mal durch hier. Die Fackeln, die brennen auch schön. Man sieht immer von der einen zur anderen. Ja, hier sieht man jetzt keine. Ach, die sind ja da oben. Hier ist dann eine. Dort oben ist eine. Hier könnte man noch eine herstellen, ne? Ne, passt schon so. So, und dann oben sind auch nochmal welche. Hier stehen sie alle rum, ne? Könnte man mal ein paar Bänke bauen. So, unser Esel steht auch noch da. In die Richtung müssen wir auch noch ein paar bauen. Jo. Hier haben wir ein paar mehr. So. Ja, ja. So, unsere Sitzgruppe hier. Überall sitzen ein paar. Gehen sie sich nicht alle auf den Sack. Jo, schön. Ja, dann wird es jetzt schon wieder Nacht. Ich schau mal auf die Tageszeit. Fünfter Tag des Sommers ist vorbei. Wir haben 10 Tage eingestellt. Gehen wir mal schnell schlafen. Ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Gefällt mir alles, wie das hier so im Großen und Ganzen läuft. Es wird immer ein bisschen mehr detailreicher, aber alles machbar. So. Und es ist ein verregneter. Können wir den Tag nochmal neu starten? Nicht jetzt? Ich mag den Regen nicht. Ich mag Schnee nicht. Regen nicht. Ich bin ein Sommerkind. Sommersonne satt. So. Jo. Wo haben wir stehen geblieben? Nochmal einen Stand hinstellen. Hier bekommen wir keinen mehr hin, ne? Für Nahrungsmittel. Nö. Auch nicht. Mittig rein. Okay, wo stellen wir den hin? Hier mittig rein. Was haben wir jetzt hier eingestellt? Mal die Dinge rein. So. Kräuter war das. Okay. Ja, schieben wir erstmal hier rein. Muss man überlegen. Könnten wir jetzt schon drauf zugreifen? Ware einstellen? Was war das jetzt? Nahrung, ne? Jo. Ja, dann passt das so. Dann bauen wir den gar nicht erst auf. Und können so immer reinschauen. Dann sehen wir nämlich, was wir im Lager haben.
Nahrungsmittellager. Könnte man ja auch hier gucken, oder? Ja, toll. Aber so ist es halt dann gleich sortiert, ne? So. Hier ist alles zusammen. Na, alles zusammengeworfen. Das sieht man wirklich nur, was wir haben, aber... Ne. Ja, okay, dann ist das schon wieder Quatsch, was ich erzählt habe. Ne? Ach ja. Trotzdem. Machen wir mal unsere Bären hier raus. So. Dann 600 passen hier rein. So. Falsche Richtung. So. So. Wir haben noch ein bisschen Holzstämme, ein bisschen Bretter. Dann können wir noch eine Bank machen. Die stellen wir den da oben hin. So. Zack, Bank. Da. Können wir die Leute beobachten. Okay. Ja, ich gucke mir das mal über die Karte an. Dann wird das nämlich schon so langsam. Hier bildet sich so ein Pult Menschen. Genauso wie hier dann. Und dann hier. Auch lustig, ja? Hier alles ein bisschen weiter entspannter auseinandergezogen. Das ist ganz schick. Hier ist alles ein bisschen enger. Ach, das sind unsere Fallen, ne? Jo. Passen hier noch zwei, drei Häuser hin? Jo. Okay, gehen wir mal hier hin. Mal hier oben. Da ist dann eins. Dort hinten passen dann welche hin. Könnte man vielleicht so das kleine Wäldchen vielleicht so lassen. Ein bisschen. Weiß ich noch nicht. Oder wir verlegen noch ein paar Werkstätten hier hin. Ja, mal schauen. Ich habe ja gesagt, ich wollte die Werkstatt noch versetzen. Jo. Das würde sich ja hier. Na, hier können wir noch den Weg entlang ziehen. So her. Der soll ja dann diese Richtung runtergehen. Machen wir es mal so. Und so. Bup. Jo. So entwickelt sich das hier. Wir stellen uns mal hier rein. Gehen auf die Fotoperspektive. Jo. Ist jetzt zwar alles ein bisschen verregnet, aber ist ja schon ordentlich gewachsen, ne? Ja, hier. Ja, das eine Haus, was so quer steht, ich weiß auch nicht. Naja, ist halt so. Nur weil ich den Baum nicht fällen wollte. Ist halt so. Jo, dann können wir hier nochmal ein Haus hinsetzen. Zwei. Da noch eins, wo die Birke steht. Und dann direkt daneben nochmal eins.
Jo. Okay. Uhr. Hier die Gänse, ne? Das wollte ich auch mal anders machen. Ja. Dann habe ich das euch mal so gezeigt, habe selber wieder festgestellt, dass ich das falsch gesehen habe und eigentlich schon die ganze Zeit über nicht bemerkt habe. Ich habe da auch nie drauf geachtet. Ja. Die könnten wir eigentlich tragen. Eigentlich wollte ich sie wegmachen. Aber ich, gefällt mir auch so. Komm hier den Weg so. Zack. Weiß jetzt gerade gar nicht. Gehen wir hier vorbei. Das ist nicht so. Jo. So. Okay. Ja, was soll ich großartig jetzt sagen, ne? Holen wir uns nochmal mal die Eier. Die Eier. Oh mein Gott, hier Futter. Wir müssen da. Echt mal. Dass die das nicht einsammeln. Also die sammeln da schon ein, ne? Von den Schweinen. Oh, wir haben wieder ein Küken. Haben wir auch ein kleines Schweinchen? Nee. Die Schweine sind groß. Wir haben wieder ein Küken. Ein Mädchen. Oh doch, ein kleines Schweinchen. Nee, das ist Nummer 1 noch. Das Küken habe ich. Was sind die ganzen anderen hier? So. Jo. Machen wir das auch mal leer. Obwohl 60 da ist, 90%. Oh. Ja. Machen wir das noch. 60, 60% bis 80%. 50. Und das ist leer. Oh. Ja, kikiriki. Du bist schmutzig und da fehlt was. Ein neues Symbol. Da waren nur 9 Eier. Okay. Das neue Symbol sieht aus wie Verkaufssymbol. Das heißt dann, wir müssen dann mal uns an die Marktstände begeben und wieder einschauen. Wahrscheinlich haben sie dann gut alles verkauft. Okay. Oh, bis dahin. War jetzt viel mit Erklärbär spielen, aber ich hab durchs Erklären auch erst mir selbst erklärt. Okay. Alles klar. Ade, bleibt schön. Ciao. Euer Elmo.